Was geht ab, meine lieben Friends? Willkommen zu einem Video von BZ-Kanal. Heute mit Emre dabei. Danke für die Einladung. Ich darf hier, mein Bruder, immer wieder gerne mit BZ. Ganz wichtig. Dabei sein darf. Heute reacten wir auf jeden Fall auf Paranormal. Ihr beide habt ein Feature gemacht, habe ich gehört. Paranormal. Genau. Ich habe Para, er normal. Er normal. Okay, also Paranormal. Ach krass. So. Und was geht also genau bei dem Song? Und Para, weil das ist normal. Also das ist normal. Wir machen Paranormal, weißt du? Ah, okay. So, ja, ich würde auf jeden Fall sagen, lass uns gar nicht viel rumquatschen. Und wir gehen jetzt erstmal auf BZ und Emre. Genau. Und ja, let's go, Alter. Wer ist dieser XL-Films? Weil den der Kameramann? Ja. Der kommt aus Kosovo. Okay. Ein richtig, richtig, richtig krasser Kameramann. Also der ist gebürtiger Kosovare, der lebt, oder was? Genau, genau. Also der macht, ich kann auch nicht sagen, ob der genau da lebt, aber so, ich war auf jeden Fall Kosovo, durch Arzt und seinen Kontakt. Ja. Und, das ist einfach der, also... Der hat, glaube ich, jetzt schon sehr, sehr viel sehr analysiert in Deutsch. Viel sehr große Leute hat er auf jeden Fall schon gemacht. Ja, lass Bruder. Diese deutsche Sätze, Bruder. Er hat gedreht für viele Leute. Ja, gib dir das einfach. Das ist so. Krass. Guck einfach. Genau, guck einfach. So. Krankes guck oder Video, guck Bruder. Ich sag einfach so. Genau so. Let's go! Du warst das Mädchen aus dem Blockhaus. Du bist der Grund, warum mein Kopf raucht. Alles lief verkehrt. Ich trag zu viel Schmerz. Immer wenn ich sah, dass du einsam warst, denk ich an den Zeit, wo wir im Einklang waren. Sag nicht, dass du liebst, wenn du mich bekriegst. Und immer wieder, wenn ich merke, es fehlt nie wieder mal, zerbrich mein Herz und teile. Ey, aber ich muss sagen, du hast wieder eine Steigerung hingelegt, ne? Du benutzt Wörter wie, warte mal, was hast du gesagt? Warte mal. Ich weiß gar nicht, was er sagen will. Warte. Einklang, ja! Wallah! Holt den Duden raus! Nein! Nein! Lösch! Ich werd immer... Wenn noch einmal, bitte! Einmal! Okay, einmal! Okay, rechnet! Wallah, lass du deine Ruhe! Bruder. Was habt ihr dir getan, ja? Woher kommt dieses Wort Einklang und so? Bruder, du sag dir, wie es ist. Ich war im Studio, ne? Ja. Und, Bruder, ich muss echt sagen, also, weil diese mir, die, also mein Team ist direkt zu mir. Viele Grüße gehen erstmal raus an Sümer. Der hat immer so gesagt, deine Texte sind tot. Okay. Also wirklich, ehrlich, ja. Wirklich tot. Also, Beispiel Interpol, Bruder, ich gebe selber zu. Mhm. Was Melodien angeht, Flow, krass, aber so, also lyrisch echt tot. Kein hat Inhalt. Mir, so. Ja, hat er mir auch selber gesagt, er so, Bruder, dein Lyrisch ist komplett tot. Das ändern wir erstmal. Mhm. Stark. So, bei jede vier oder acht Zeilen, Bruder, habe ich so meine Nerven gegessen, bis zum geht nicht mehr. Mhm. Also, ich habe gefühlt, Bruder, ich lese auch ganz bisschen Bücher so. Okay. Weißt du? Und ja, Bruder, ich gebe mein Bestes. Also, Steigerung muss da sein. Was liest du für Bücher? Das ist egal. Sagen wir jetzt, Bruder. Aber so halt Bücher. Ich habe ein Geschenk für dich. Jetzt kommt. Warte kurz. Bruder, ich lese. No, nein. Boah, der hat ein super Buch. Wallah, das kannst du echt gut lesen. Auf Ernst? Das ist auch wichtig. Also, das ist wichtig zu wissen. Ehrlich. Das ist echt ein gutes Buch. Jetzt bin ich gespannt. Ihr wollt mich schon wieder flachsen, Bruder. Nein, sagst du einfach ehrlich. Nein. Wir wissen's. Warte doch mal. Wallah, Wille, du schreckst mich. What? Nein, Bruder. Wallah, schau. Ich hab echt ein Buch für dich. Okay. Ne? Mhm. Und zwar das hier. Bunnenan? Dreo. Das Grundgesetzbuch. Krass. Sing mal die Rückseite, sing mal die Rückseite. Soll ich singen? Genau. Jetzt was ich? Ja, natürlich. Ja, Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Vaterland. Er sagte, boah, wie krass war das? Wie krass war der Ton? Baller, ich meine, das Ton ist ernst gerade. Baller, sag ich. Wie krass war nochmal diesen Ton? Oh, komm, Vaterland! Sogar ich kann das immer nochmal. Boah, Jimmy, Bruder, du. Noch einmal. Ich war damals Opernsänger, Bruder. Hör auf, Bruder. Ein letztes Mal. Hör auf damit, Bruder. Noch einmal. Boah, jetzt. Ich den Spider-Man Vaterland. Mach mal lieber weiter. Wenn du mich bekriegst. Und immer wieder, wenn ich merke, es fehlt nie wieder mal, zerbrich mein Herz und teile. Ich kenn dich aus und dich, wie du mich auch. Wieso denkst du, dass ich an uns weile? Kenn uns seit der Kindheit, war nicht hilfreich. Du hast mal Schmerz gelindert. Boah, geisteskranke Kamerasachen, ne? Oder die Qualität ist top.
Ja. Ne, auch so die ganzen Locations und so auch die ganzen Szenen, Bruder, da steckt auf jeden Fall Mühe hinter. Ja. Bruder, und generell, die Klicks sprechen für sich. Zwei Tage 100.000, Bruder. Für einen neuen Kanal. Ich muss sagen, von allen Icon 5 Künstlern oder Icon 4 Künstlern generell, ist der für den Neukanal, hat der die stärksten Zahlen, ne? Ja, ja. Von allen Künstlern hast du die stärksten Zahlen auf einem Neukanal. Ja, krass. Bei vielen Leuten ist das ja so, zum Beispiel, die bringen einen neuen Song. Mhm. Zum Beispiel bei Azu Gendarmerie, ohne jetzt zum Beispiel einen Vergleich ziehen zu wollen, im Negativen, aber muss ich ja. Er hatte zum Beispiel nach einem Tag, glaube ich, 32.000 oder so, wenn ich mich recht erinnere. Weißt du, und du hast jetzt 230 wahrscheinlich in Echtzeit. Das ist super, Bruder. Krass. Also, Bruder, du hast gerade die Zahlen. Jetzt liegt es in deiner Hand. Ja, Mann. Entweder du packst es, du machst daraus Erfolg oder du verstehst oder den Hype. Oder ich verkack's. Ja. Und da, Bruder, habe ich, guck mal, das Ding ist... Du hast jetzt Druck, ne? Ich habe sehr viel Druck. Das ist aber auch das Gute dran, finde ich. Weil wenn man keinen Druck hat, Bruder, du bist chillig. Du ja, hast du recht. Ja. Bruder, sag dir, wie es ist. Ich habe hier schon 7, 8, 9 Songs fertig gemacht. Super. Okay, geil. So. Ja, wichtig. So. Stark. Wichtig. Auch richtig krasse Songs. Also zu Vergleich zu Icon 5, was ich gemacht habe, ich schwöre auf meine Mutter, Bruder, nichts gegen. Okay. Geil, ja. Komm doch Icon 6 nochmal. Mach da auch. Ja, Icon 6 komme ich schon mal bestimmt, ne? Icon ja, 7 kannst du auch nochmal. Also auch Icon 6, Bruder, aber viele fragen mich, ob ich Icon 6 komme. Ja. Leute, das ist sehr, 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 sehr unfair, wenn ich jetzt Icon 6 komme, weil im Endeffekt, ich habe meine Reichweite. Wenn da jetzt so Newcomer ist, den man nicht kennt, weißt du, das gehört sich nicht, Bruder. Voila. Wie? Also, was hat das damit zu tun? Vieles, Bruder. Ich küsse dein Herz. Ich habe schon die Community hin und her. Guck mal, wir geben dir Geld einfach auf Hand. Achso, okay. So, Bruder, sagst du direkt an meine Küche. Wie viel? Aber wie viel? Ungefähr. 30 Euro am Tag? Nein, zu wenig. Nein. Tam 45 hat er. Nein. Tam am HD 55. Lang, 55. Noch. Tam am 75 Euro die Woche. Wallah, die Woche? Die Woche? Die Woche? Die Woche? Nein, am Tag. Okay, Tam. Wie lange geht das? 2 Tage. Muss mich verarschen. Wir haben auf den Song geschissen, Amina. Wallah, was machen wir da, ja? Lass mal meinen Song hören, Amina. Aber ey, ganz kurz an alle, die den Kanal nicht finden. QSK offiziell heißt der Kanal. Und wenn ihr den Kanal so nicht findet, dann gebt davor ein App-Zeichen ein. Dann findet ihr das hundertprozentig. Dankeschön. So, damit ihr Bescheid wisst. Weil der Kanal ist neu, wird nicht jedem direkt angezeigt. Genau. Meine Schildfrei, du hast mal Schmerz gelindert. Herz erfrischt grad alle Schicksal. Semra, jem, es tut mir leid. Edith, sei ohne Komfort. Aber ich bin darin schuld, dass die Zeit sich verändert hat und sich das Blatt gewendet hat. Und ich sag es dir noch einmal: Semerunfall, paranormal. Oder krank, voila. Geil. Also, warte, bevor wir jetzt in den zweiten Part starten. Bisher finde ich den Song super, Video auch super gemacht. Respekt Dankeschön, auf Bruder. Jeden Fall an alle Dankeschön. Beteiligten. Und natürlich auch an dich, Bruder. Sehr stark gemacht, voila, geil. Dankeschön, das stimmt Bruder. Alles. Ich küsse dein Dankeschön. Ich finde es auch sehr, sehr geil gemixt und gemastert. Also sehr clean. Wer hat das gemacht? Wer hat das Mix und Master gemacht? Ah, Niklas Neumann. Okay, geil. Voila, hört sich richtig krass an. Ich muss nur eine Sache sagen, Bruder. Eine Sache, die du noch ein bisschen mehr draufsetzen kannst, ist ein bisschen hier und da noch an der Lyrik, Bruder. Ne? Ja. Da sind noch ein paar einfache Stellen. Aber du hast es ja schon zur Kenntnis genommen. Da ein bisschen mehr, Bruder, in was Flow und Melodien angeht, da kann dir keiner das Wasser reichen. 100%. So, das Ding ist, du musst niemals auf ein lyrisches Level kommen, wie es zum Beispiel ein, keine Ahnung, Skepta war in der Welt. Genau, das war schon wieder übertrieben. So, das wird auch nicht zu dir passen. Ja. Du musst eher diese Vibes, diese Flows, weißt du, Atmosphäre schaffen. Er spricht auch eine ganz andere Zielgruppe an. Richtig. Ja. Und das schaffst du hier echt sehr gut. Ja, Dankeschön, Bruder. Vielen, vielen Dank, Walla. Dankeschön. Der Part 2 ist krank jetzt. Jetzt sind wir beide am Ende, damit hat keiner gerechnet. Wir hatten schlaflose Nächte, Herz ist bepflegt wie die Weste. Blick in die Zeit zurück, versuch dich zu vergessen, doch mein Karma ist da. Wir hatten Pech und wenig Glück, weil nicht mal meine Mama hinter uns stand. Blick nicht zurück, für mich selbst wie du mich gehörst. Boah, deine Bewegungen, super, ja? Ich liebe dich, oder? Super, Junge. Das ist echt besser geworden, oder? Ja, ne.
Stark! Also das ist auch immer so ein Thema, was ich bei dir angesprochen habe. Ich habe gesagt, deine Körpersprache ist gut. Du strahlst was aus, Bruder, ja, weißt du? Und das kommt ja bei vielen Leuten an. Setz da weiter drauf, Bruder. Noch ja, besser, ja, weißt 100%. Du? Ja. So. Bruder, was denkt ihr beiden, wie lange ich dafür gebraucht habe, für den ganzen... Also für das Musikvideo? Ja. Ich denke mal 2 Tage. Hm, fast. Aber okay, krass. 2 Tage? Fast, ja. Also in einem Tag, Bruder, von 7 Uhr morgens bis... Ja. 20 Uhr. Nee. Spät abends? Achso, mit Aufbau und so. Nachts. Von 7 Uhr morgens bis 0 Uhr, 1 Uhr nachts. Ich war okay. Tot, Bruder. Ich war K.O. Aber das sind doch nicht fast 2 Tage. Gefühlt. Das ist ein ganzer Tag. Ja, gefühlt. Aber stell dir mal vor, ich hatte davor noch 2 Stunden Schlaf, Bruder. Bruder, ja, okay. Ich war schon am Ende. Ich habe wirklich mein Bestes gegeben. Aber es hat sich gelohnt. Ja, 100%. 100%. Das hat sich wirklich gelohnt, Alter. 100%. Guck mal hier. R für Rockstar. Yeah. Rockstar! Sag, was hab ich? Bist du angetan? Als ich damals dein Herz gewann. Komm jetzt. Hör mir die Scheibe, dich nie geschenkt. Keine da, die dich hier sehen. Ey, 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 ich krieg mein Karma. Nix wie damals. Auf den Tab, alles nicht gepasst hat. Zu viel Drama. Wann Versager. Trotzdem warst du bei mir ohne Antala. Toxische Liebe. Du hast nur kein Frieden. Du hast meine Familie. Sehr mehr und Fall, Fall, Fall. Paranormal. So, jetzt ganz kurz, Kennern. Hast du weitere Songs in der Pipeline? Was heißt Pipeline, Bruder? Das für mich. Also, hat der in der Warteliste. Ja, ja. Bruder, Bruder, Bruder. Also, wo du sagen kannst, okay, die kommen bald. Ich habe auf jeden Fall einen Song, der jetzt bald kommt. Mhm. Ne? Der geht zur Interpol-Richtung. Okay. Kannst also du ungefähr sagen, wann ungefähr, so Pi mal Daumen? Max, ein Monat. Maximal in einem Monat. Maximal in einem Monat, okay. Ist auf jeden Fall der Song schon ready. Das ist richtig, vernünftig, ja. Ich sag jetzt schon, also es ist in Interpol-Richtung, Bruder, aber was lyrisch angeht, wie auch gesagt, lyrisch, Flow, Melodien und alles drum und dran, 100-mal krasser wie Interpol. Okay. 100.000-mal. Okay, also das... Ich freue mich, Bruder. Du musst auf jeden Fall auch einmal das machen, was Emre dir gesagt hatte. Einmal sowas mit Piano und so mit Klavier. Habe ich auch schon gemacht. Ja, okay, ja. Geil. Stark. Das ist weil du es mir gesagt hast. Wallah, geil. Und sehr viele gesagt haben. Wallah. Piano, ganz wichtig. Das Ende ist richtig geil. Weißt du, was du mir für Vibes gibst, Bruder? Du könntest dich richtig zu einem neuen Milano entwickeln. Wallah, Billa, er klaut einfach von mir, ja. Nein, ehrlich. Er klaut einfach meinen Satz, ja. Ihm, Bruder, was hast du dir gesagt? Das habe ich dem schon vor Monaten gesagt. Ja, ihm. Das Ding ist, Bruder, das sagen aber, mir auch viele sagen. Mir sagen viele Milano und Mero. Dieses, ja, Mero würde ich... Also jetzt nicht diese Musik, die ich mache, sondern eher diese Community, die ich habe. Ich habe auch sehr, sehr viele Jugendliche. Aber ich rede auch vom Musikalischen her, so, weißt du? Ja, das sagen auch viele. So, und wenn du jetzt zum Beispiel auch dieses Piano machst, so ein bisschen Liebessong da... Ja, weißt du? So, das steht dir auch. Das steht dir. Das kannst du bedienen, Bruder, auf jeden Fall. Du kannst Bruder. Viel machen, tatsächlich. Dankeschön, Bruder, vielen Dank. Wallah, ich küsse dein Herz. Paranormal, Liebe ist toxisch, paranormal. Du warst mein Mund, ich paranormal. Mann, Semmer und Fall. Boah, krass gemacht. Starke Szene, Bruder. Ja, Mann, dankeschön. Die hat einfach größere Hand als ich gehabt. Wallah, die hat jetzt zum Chuchuk gemacht. Wallah, die hat mich einfach zum Chuchuk gemacht. Bruder, du weißt, wie groß die war? Die sah aus wie 1,90, Bruder. Ja, war ja? 1,85 oder 1,87. Maschallah, Bruder. Bruder, ich dachte, ich mach den. Hallo? Alles gut. Kam die aus Kosovo, oder was? Ja, die kam aus Kosovo. Oder Balkanfront sind ja eh immer groß. Ja, Bruder, alles gefühlt 2 Meter alle. Aber ihr Happy Release erstmal. Ja, danke, Bruder. Wallah, war echt ein cooler Release, Bruder. Da steckt Mühe hinter. 100%, Bruder. Wir so muss ein Release sein. Aber dein zweiter Release muss jetzt umso besser sein. Der wird noch krasser. Wallah, ja, guck mal, ich sag jetzt Ansage. Ich drück jetzt eine fette Ansage. Der nächste Song, der jetzt kommt. Wie machst du die Ansage? Geh, an mich selber. Also nicht jetzt gegen jemanden schießen. Der Song, der nach Paranormal kommt, wird Paranormal komplett in den Schatten stellen. Geil. Krass. Ist kein Liebeslied, ist eher was richtig nach vorne geht. Das ist der verrückte Kenner, der jetzt bald kommt. Geil. So, der verrückte, richtig verrückter Kenner. Okay, geil. Ja, Mann. Hast du schon so einen richtigen Plan, so Monat für Monat oder? Ja, ja, klar. Geil. Also ich sage euch so, wie es ist. Es wird niemals, ihr werdet niemals jetzt sehen, dass jetzt irgendwie ein Song, da steht beispielsweise jetzt, okay, vor 3 Monaten und dass erst ein Song wieder kommt nach 3 Monaten. Sehr gut. Das wird auf jeden Fall niemals kommen.
Inshallah, okay. So Gott will, weil ich will auf jeden Fall es versuchen, zumindest jeden Monat was zu releasen. Sehr gut. Oder Walla, das ist auch das Richtige. Das ist der richtige Weg. 100%. Du musst dranbleiben, du musst jetzt weitermachen, weil genau jetzt fängt deine Karriere an. Richtig. Ja. Weißt du? Du hast Icon als Sprungbrett genutzt, gut genutzt, du hast deine Reichweite aufgebaut und jetzt liegt es in deiner Hand, was du mit deiner Karriere machst. Richtig. Ja, so. Walla, stark. Ich freue mich auf die Zukunft und das hört sich wirklich danach an, als wenn du zurzeit wirklich glücklich bist und das machen kannst, was du machen kannst. 100%, Bruder. Oder willst. So. Ja. Walla, geil. Ich sag mal auch so, guck mal, das Ding ist, warum ich wirklich so viel Gas gebe. Sehr, sehr, sehr viele Rapper, ich will die jetzt nicht erwähnen. Ich glaube, ihr wisst auch selber, es gibt so viele Rapper, die hatten so einen krassen Hype, waren bei so viel krassen Major oder Rapper, Bruder, jetzt einfach, du hast die vergessen. Ja. So, und Bruder, das ist voll schade. So, es geht so schnell. Viele haben das Potenzial. Das gehört dazu, Bruder. Das gehört dazu. Und ich habe sehr, sehr Angst davon. Ja, ja, 100%, aber ob du weitermachst oder nicht, ist auch eine Frage. Natürlich, aber diese Phase wird auch immer bei dir eintreten, aber es kommt darauf an, wie du die nutzt. Genau. Also, jeder Hype ist mal stärker, mal ein bisschen schwächer, mal wieder stärker. 100%. Guck mal, du darfst einfach nur nicht langweilig werden. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja. Sowohl von der Musik her, als auch vom Charakter her. Ja. So, aber du machst es ja schon gut. Ab und zu bist du live auf TikTok, du bist in deinem Broadcast-Channel, du machst deine Musik, du machst es schon vernünftig. Ja. So, und scheinbar, so wie es aussieht und sich das anhört, hast du auch ein vernünftiges Team hinter dir, was dich ordentlich supportet. Weil wenn du sagst, du hast schon jetzt ordentliche Songs in der Pipeline, dann macht dir alles richtig. Ja, 100%. So, und ich will mich auf jeden Fall bedanken bei meinem Team, an Lolo Beats, an Sümer, an Ramadan, mein Bruder. Lolo Beats macht deine Beats? Ja, Mann. Lolo Beats und Pikes. Auch richtig, Bruder, Producer, verrückter Producer. Also wirklich krass, krank. Stark. Wenn ich sage, ich will diese Schiene, die verstehen mich sofort. Und da hatte ich immer so eine Angst gehabt, Bruder, weil ich hatte auch davor schon ein paar Sessions. Und diese Schiene, die ich ja gehe, du weißt ja, ist ja ein bisschen anders so. In Deutschland, sage ich mal. War nicht immer dieses, okay, geil, feier ich. Ich war erste Session. Ich hab dann halt so gezeigt, so was ich genau will, so Interpol-Schiene. Bruder, der hat so ein Beat gemacht oder Paranormal. Ich bin verrückt geworden, ich so geil. Geil. Also ja, Bruder, jede Session. Dann spricht dir alles dafür, Bruder. Du hast ein perfektes Team. Perfekt. Du hast gerade eine perfekte Reichweite. Ja, ja. Hier und rasiert die Szene, Bruder. Sehr schön, Walla, sehr, sehr schön. Freut mich. Ja, möge dein Weg geöffnet sein. Inshallah. Geh ihn, Bruder. Und viel Erfolg auf jeden Fall weiterhin mit den Releases. Ich freue mich auf die Zukunft. Dankeschön. Und Freunde, streamt den Song tot. Genau und supportet den Kennern weiterhin. Lasst ganz viel Liebe da. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da. Lasst ein Abo da. Kennern, deine letzten Worte. Bleibt genauso wie ihr seid, unterstützt die beiden immer wieder an alle Hater, also die DZ und Emre beneiden. Oder auch ihr kleinen Wissers! Chojoks! Nein, warte. Lasst Liebe da, kommentiert. Das und warte, das Outro geht anders. Ananissikim! Das war's mit dem Video, Leute. Drückt auf Gefällt mir, kommentiert, lasst Liebe da und teilt es euren Freunden und Familie und wir sehen uns.